Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß gar nicht den Titel, den ich machen werde, aber das wird wahrscheinlich irgendwie sowas sein wie neues Jahr, neuer Kanal. Ich hoffe, ihr habt alle einen guten Rutsch gehabt in das Jahr 2016. Im Hintergrund ein Gameplay, das habe ich gestern erspielt. Ist jetzt nicht das krasseste Gameplay, aber Leute, die ganzen Lobbys, die haben mich wirklich so abgefuckt. Die ganze Zeit, also der erste war vor mir, ich war die ganze Zeit nur der zweite. Es war immer so ein knappes Ding. Hinter uns hatten die so mega viel Abstand, aber ich bin trotzdem nicht auf den ersten Platz die ganze Zeit gekommen. Deswegen nehme ich jetzt dieses Gameplay. Im Hintergrund die Kuda, die hat das letzte Mal gewonnen. Normal hätte ich sie schon auf Gold, aber ich habe sie noch nicht auf Gold, weil ich Schlaukopf bin in Prestige gegangen und dann, ich habe noch diese eine Waffentarnung gebraucht, diese Glückstarnung, und dafür brauchen wir 5 Aufsätze plus Visier. Und weil ich in Prestige-Modus gegangen bin, konnte ich nicht mehr Primär-Revolverheld oder wie das heißt benutzen für weitere Aufsätze. Ja, und deswegen habe ich die Tarnung nicht und deswegen habe ich wiederum die Goldtarnung nicht. Ziemlich blöd, dass ich das nach dem Prestige-Modus gemacht habe. Ist mir erst im Nachhinein dann aufgefallen. Aber nun gut, wäre dann die erste Waffe in Gold. Ich denke, ich werde dann auch bald die nächsten Waffen auf Gold spielen. Und ja, Kuda hat gewonnen. Ich dachte das letzte Mal, dass es eigentlich nur noch jetzt die Kuda und die Faro gibt, aber die Waffe wurde schon mal gewählt, aber jetzt nicht weiter gevotet, und das wäre die Reveal. Ich weiß nicht, ob ich die Waffe gut oder schlecht finden soll, aber Leute, ihr könnt jetzt abstimmen nochmal zwischen der Reveal und der Faro. Mal gucken, welche Waffe gewinnt. Also schreibt mir in die Kommentare, welche Waffe ihr im nächsten Video sehen wollt, entweder die Vivil oder die Faro, danach sind ja dann die Sturmgewehre dran. Und ja, neues Jahr, Leute. Viele Leute setzen sich ja Ziele für 2016, also generell für neues Jahr. Sagen sich, okay, neues Jahr, neues Ich. Ich werde jetzt alles anders machen. Alles, was ich schon immer erreichen wollte, werde ich dieses Jahr tun. Bla bla bla. Schreibt mir auf jeden Fall, falls ihr euch was vorgenommen habt für 2016, schreibt mir das mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Allerdings muss ich sagen, man sollte nicht, also wenn man was wirklich durchzieht, die meisten Leute, man sieht es im Fitnessstudio, bin ich mal gespannt, wie voll das jetzt die Tage sein wird. Viele Leute, schönes Dings, Abschlussserien, Listen, Dingsbums, Fail, ich weiß gar nicht, wie das richtige Wort gerade dafür ist, fuck off. Die meisten Leute, die gehen ins Fitnessstudio, ist richtig voll nach Neujahr, weil viele Leute sagen, okay, ich werde jetzt wirklich, diesmal werde ich es durchziehen und bla bla bla, ihr wisst, denke ich, was ich meine. Und dann, ja, nach einem Monat ist wieder normal voll, sage ich mal. Die ganzen Leute, die sich ihre Ziele gesetzt haben, aber nicht wirklich verfolgen, die sind dann wieder draußen. Und so ist es eigentlich bei richtig vielen anderen Sachen. By the way, das ist jetzt wieder die Webcam, die gleiche, die ich vorher hatte. Die hatte ich ja dann mir zu Weihnachten geholt. Keine Ahnung, warum das Ding kaputt gegangen ist, was soll's. Und ihr denkt euch jetzt, neuer Kanal, was machst du jetzt? Ich habe mir überlegt, da ich ja so lange nicht aktiv war und dieser Kanal eigentlich schon so mehr aus Ego-Shootern besteht, hauptsächlich Call of Duty, oder ich ihn darauf aufgebaut habe, werde ich das so machen. Also klar, Abwechslung ist mir wichtig, aber es hat auch einer kommentiert, der hat es nicht so verstanden. Du hast so viele Abonnenten, aber warum gucken dich so wenige? Es ist halt, es gibt Leute, die abonnieren euch, weil sie euch als Person einfach toll finden. Dann gibt es Leute, die abonnieren euch, weil die sagen, hey, ich war bei 200 Abonnenten schon dabei und warten, dass ihr Fame werdet. Und dann sagen die, oh, ich kannte den schon von Anfang an. So Leute gibt es dann. Dann gibt es Leute, die abonnieren euch, keine Ahnung, wegen irgendeinem bestimmten Spiel. Dann macht ihr 4 Spiele, dann habe ich 4 Abonnentengruppen, vielleicht noch 5, weil es dann Leute gibt, oder eher 3, die sich für einen interessieren. Dann gibt es aber Leute, die interessieren sich nur für ein bestimmtes Spiel. Und deswegen dachte ich mir, ich will ja auch, natürlich, jeder YouTuber möchte eher aktive Abonnenten haben, anstatt tote Abonnenten. Also ich habe lieber 5000 aktive anstatt 100.000, und dann ist keine Sau da aktiv. Deswegen habe ich mir überlegt, ich werde mich jetzt in Zukunft mehr beschränken auf CSGO oder generell Counter-Strike und Call of Duty. Aber ich habe immer noch, ihr müsst mal auf meinen Kanal vorbeischauen, ich habe das jetzt ein bisschen anders geordnet. Ich habe jetzt ganz oben
erstmal generell meine Uploads, was ich alles hochlade, dann Call of Duty Playlist, CSGO Playlist, also Counter-Strike Playlist. Da wird dann aber hauptsächlich natürlich Counter-Strike kommen. Ich denke, ich werde für beide Spiele verschiedene Serien jetzt bald anfangen. Ein Standard-Let's Play werde ich, keine Ahnung, erstmal gar nicht machen. Allerdings habe ich jetzt noch eine Random- und Indie-Playlist. Da werde ich ein paar Indie-Horror-Spiele spielen, die mit Webcam natürlich, also Facecam. Ich finde, das ist immer richtig lustig. Und mal gucken, wie das Ganze wird. Den Kanal jetzt einfach mal umgekrempelt. Ja, Leute, schreibt mir auf jeden Fall die Waffe für das nächste, für die nächsten FFA-Freitag in die Kommentare. Und schreibt mir eure Vorsätze für das nächste Jahr rein. Und ja, schaut mal in die Videobeschreibung auf den Kanal, wie ihr das jetzt findet, das Konzept. Keine Ahnung, wie das jetzt wird. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht so einen großen Kater heute gehabt. Und ja, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.